Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video soll es um meine Neuzugänge aus dem Mai gehen. Ich bin ja gerade dabei, meine ganzen Videos, die ich so in der letzten Zeit nicht geschafft habe zu drehen, jetzt nochmal für euch abzudrehen. Und ihr seht schon, ich habe schon wieder oder beziehungsweise immer noch dieses Oberteil an. Ist nämlich schon das dritte oder vierte Video, was ich heute für euch abdrehe. Ich habe heute sehr viel Zeit und freue mich sehr, euch die ganzen Bücher jetzt nach und nach zu zeigen, die ich gelesen und gekauft habe. In diesem Video geht es, wie gesagt, um die Neuzugänge aus dem letzten Monat, also aus dem Mai. Und das sind insgesamt 7 Bücher bei mir eingezogen, was okay ist. Es könnte ruhig wieder ein bisschen weniger Neuzugänge geben, weil ich komme mit dem Lesen einfach gerade nicht so gut voran. Also ich will es noch nicht als Leseflaute bezeichnen, aber es ist schon so, dass ich gerade relativ wenig lese, auch relativ wenig Zeit dafür habe, so vom Gefühl her, wobei es ja auch immer eine Sache der Prioritäten ist. Nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden mit den Büchern, die bei mir eingezogen sind. Und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Und als erstes habe ich es jetzt einfach irgendwie aufgestapelt, weil ich nicht mehr weiß, was zuerst eingezogen ist und so weiter. Als erstes habe ich hier von Steve Cavanaugh Zu wenig Zeit zum Sterben aus dem Goldman Verlag. Das bekommt man für 13 € und das ist ein Thriller, den ich sehr, sehr spannend fand. Beziehungsweise ich hatte ein Video gesehen, wo einer der... also ein anderes Buch von dem Autor gezeigt wurde, was ich mir erst holen wollte und dann aber festgestellt habe, dass das quasi im Prinzip eine Reihe ist. Also wir haben wohl immer den gleichen Protagonisten, den gleichen Strafverteidiger, den wir begleiten. Und ich weiß, sowas kann man trotzdem unabhängig voneinander lesen, aber mein innerer Monk will dann einfach mit Band 1 anfangen und deswegen habe ich mir Band 1 dieser Reihe gekauft. Hier geht es nämlich um den Strafverteidiger Eddie Flynn. Er hat vor Gericht einen schwerwiegenden Fehler begangen und hat sich dann geschworen, nie wieder einen Fall als Strafverteidiger anzunehmen. Doch dann kommt das Oberhaupt der New Yorker Russenmafia auf ihn zu, Oleg Wojciech, und zwingt unseren Protagonisten Eddie Flynn dazu, seinen Fall vor Gericht zu übernehmen und seine Mordanklage quasi ihn dagegen zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass er freigesprochen wird. Und er droht, also Oleg Wojciech droht, Eddies Tochter Amy umzubringen, falls er sich weigert. Ihm bleiben dann genau 48 Stunden, um das Unmögliche zu schaffen, nämlich die Geschworenen von der Unschuld seines schuldigen Mandanten zu überzeugen, das Leben seiner Tochter zu retten und Wojciech für immer aus dem Verkehr zu ziehen. Und ich fand einfach, das klang richtig, richtig toll. Beziehungsweise der Band, den ich in dem Video gesehen habe, der klang richtig, richtig gut. Und dieser hier klingt auch richtig cool, weil ich das eine sehr, sehr spannende Ausgangslage einfach finde. Dass da so ein Strafverteidiger quasi so hart unter Druck gesetzt wird. Und dann eben vor Gericht ja so ein Stück weit... ja, auch seine Berufsehre so ein Stück weit verliert, eben um seine Tochter, seine Familie zu retten. Klang sehr, sehr cool. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Es ist auch gar nicht so dünn. Es hat immerhin 500 Seiten. Und als ich es gekauft habe, hätte ich gefühlt am liebsten direkt damit angefangen. Habe mich dann aber noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich doch gerade was anderes gelesen habe. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass ich das Buch sehr, sehr zeitnah lese, weil ich da wirklich total viel Lust drauf habe. Dann ist bei mir eingezogen Secretly Yours von Tessa Bailey aus dem KISS Verlag. Das kostet 16 €. Und ich habe schon ein anderes Buch von der Autorin hier. Und ich habe mir dieses Buch schon öfter angeguckt und aber gedacht, dass das irgendwie ein Band von dem anderen Buch ist, was ich schon hier habe. Und habe es mir dann irgendwie erstmal nicht gekauft und habe dann aber irgendwie dann doch nochmal genauer geguckt und festgestellt, dass das hier eine neue Reihe ist, also ein neuer Teil 1. Ich dachte nämlich, dass es zu It Happened One Summer irgendwie gehört. Fragt mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall ein Trugschluss, denn das ist der Auftakt einer neuen zweibändigen Reihe. Hier geht es um Hayley und um Julian. Die beiden waren Teenager, als sie sich irgendwie ineinander verliebten und es zu einem Beinahkuss im nächtlichen Weinberg der Familie kam.
Julian wiederum hat danach, kurz danach die Stadt verlassen und die beiden haben sich nie wieder gesehen. Jetzt aber ist Julian angesehener Geschichtsprofessor und zurück auf dem heimatlichen Weingut, um ein Buch zu schreiben. Und Gärtnerin Haley wird engagiert, um die Blumenbeete des Anwesens zu bepflanzen. Ja, Haley ist dann total aufgeregt vor diesem ersten Treffen, denn doch was dann passiert, ja, Julian erinnert sich nicht an sie. Nur warum? Und ich finde es so süß, ich lese euch den letzten Satz vom Klappentext mal vor. Nur warum, in Klammern, Antwort, der Wein ist schuld, musste sie ihm deshalb ihr Herz in einem anonymen Liebesbrief ausschütten. Also ich fand es einfach wirklich süß und spannend und sowieso, also KISS Verlag ist mein wirklich Favorite Verlag Nummer 1 mittlerweile, weil ich einfach alles kaufe, was da erscheint. Und mittlerweile auch die Bandbreite dessen, was sie verlegen, wirklich groß ist. Und ich fand es einfach irgendwie ganz süß, ja, dass sie sich so wieder treffen und er sich angeblich nicht an sie erinnert. Das kann ich auch nicht so recht glauben. Also ich meine, das klingt halt auch ein Stück weit hier nach Kleinstadt-Idylle und wenn man da so jemanden als Teenager getroffen hat, kann ich mich schwerlich schwerlich glauben, dass man sich so gar nicht an jemanden erinnert. Also mir würde das, glaube ich, nicht passieren. Zumindest wüsste ich, glaube ich, dass ich die Person irgendwann schon mal gesehen habe. Also wie das dann sich genau gestaltet, das werden wir in dem Buch auf jeden Fall lesen. Ist natürlich hier wieder so ein happy, süßes, rosa Cover. Und die Cover sind ja mittlerweile alle irgendwie in diesem Stil gehalten, habe ich so das Gefühl, was so in dem Genre erscheint. Darum soll es aber nicht gehen. Es geht hier um den Inhalt und der klingt für mich tatsächlich wirklich ganz süß und nach einer süßen Wohlfühlgeschichte. Es gibt dann auch noch einen zweiten Band, der ist nämlich jetzt irgendwie vor kurzem, glaube ich, erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr Lust drauf, die Geschichte zu lesen. Klingt tatsächlich auch anhand des Klappentextes schon auch sehr humorvoll und an sowas habe ich ja total Spaß. Dann durfte bei mir einziehen von Rebecca Yarros, die momentan in aller Munde ist wegen Fourth Wing. Jedoch ein anderes Buch noch von ihr, nämlich Weil ich an dich glaube, Great and Precious Things aus dem DTV Verlag. Für 23 Euro bekommt man das, so eine Hardcover-Ausgabe und es gab so eine Farbschnitt dabei. Ich weiß nicht, ob in Erstauflage nur oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich fand tatsächlich auch hier den Inhalt spannend und entscheidend. Es geht hier nämlich um Camden Daniels. Er kommt zurück in seine Heimatstadt Alba in Colorado und hat sich vorgenommen, seinem kranken Vater die medizinische Behandlung zu ermöglichen, die der sich wünscht. Und er wird seine Kindheitsliebe Willow auf Abstand halten, die er schon immer geliebt hat, die er aufgrund der Vergangenheit aber nicht lieben darf. Willow hat aber überhaupt keine Lust, sich von Camden fernzuhalten und ist auch nicht gewillt, das zu tun. Ja, die beiden kommen sich unwillkürlich näher und Willow stellt sich in aller Öffentlichkeit bedingungslos hinter Caden. Das wiederum könnte jedoch alles zerstören, was ihnen wichtig ist. Ich weiß nicht, ich habe das im Buchladen in die Hand genommen und ich war so, also ich hatte es einmal in der Hand und wollte mir aber eigentlich kein Buch kaufen. Habe mir dann den Klappentext durchgelesen und war so, oh, das klingt schon toll, ich hätte es schon gerne. Habe es dann aber weggelegt, weil ich so dachte, nein, bleib stark, du kaufst jetzt kein Buch für 23 Euro. Was soll ich sagen, das Buch ist mir wirklich nicht aus dem Kopf gegangen und ich bin dann nochmal rumgeschlendert und habe aber immer, irgendwas hat mich immer wieder zu diesem Buch hingezogen, gedanklich. Und dann bin ich nochmal zum Tisch zurück und habe es mir dann mitgenommen. Ja, weil irgendwie scheint das Buch ja dann irgendwas in mir ausgelöst zu haben. Das soll jetzt auch wirklich zeitnah gelesen werden. Ich überlege tatsächlich, ob ich wirklich so, ja, alles von Rebecca Yarros dann in einem Zug irgendwie lesen soll. Es soll nämlich auch noch mehr, ja, so Romance-Bücher, glaube ich, von ihr erscheinen. Ich habe zumindest irgendwie noch was gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig im Kopf habe alles. Klingt auf jeden Fall nach einer richtig tollen Geschichte, auch ein bisschen erwachsener schon. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe noch nichts von der Autorin gelesen, aber es ist mittlerweile schon das dritte Buch, was ich von ihr gekauft habe. Dann habe ich mir gekauft Kein Horizont zu weit von Alexandra Flint, ebenfalls aus dem Löse Intens Verlag. Was heißt ebenfalls? Das hatten wir im vorherigen Video mal. Also aus dem Löwe Intens Verlag, kostet 15,95 Euro. Und ich weiß nicht, es hatte nochmal so einen
Gedanken in meinem Kopf bekommen, als ich es letztens irgendwo nochmal gesehen habe und stand dann da im Buchladen und ich habe es mir dann kurz entschlossen mitgenommen. Das Ganze hier spielt nämlich auf der deutschen Insel Sylt und wir treffen hier auf Leni. Sie hat Raphael vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen. Und vor 5 Jahren hat er bei einem Brand Vater und Bruder verloren. Doch Raphael ist zurück auf Sylt, um den Wiederaufbau des Familienhotels zu überwachen. Und ausgerechnet die Werft, in der Leni ihre Ausbildung zur Schiffsbauerin macht, ist an dem Projekt beteiligt. Es wird aber sehr schnell klar, dass Raphael weder mit Leni noch mit der Insel etwas zu tun haben will. Klingt wirklich süß, also natürlich sehr klassisch. Ich glaube, das braucht man jetzt auch nicht irgendwie was großartig anderes erwarten. Nichtsdestotrotz fand ich es ganz spannend, dass das Ganze aus Sylt spielt. Ich war noch nie auf Sylt. Ich war tatsächlich auch, glaube ich, noch nie auf einer deutschen Nordseeinsel. Ich war mal auf einer niederländischen Nordseeinsel. Die deutsche Nordsee habe ich bis jetzt noch nicht in Natura gesehen. Ist aber nicht so schlimm. Ich finde einfach, dass es wahrscheinlich nochmal ein ganz besonderes Flair hat, irgendwie, wenn das Ganze auf einer Insel spielt, mit Touristen, mit allem drum und dran. Ich meine, wir sehen hier schon irgendwie auch Hotelwiederaufbau, finde ich spannend, was ist da passiert, was ist in den 5 Jahren passiert, in denen die beiden sich nicht gesehen haben, ja, und was passiert, wenn sie sich dann jetzt wiedersehen. Ich habe sehr viel Gutes von dem Buch gehört und ja, hatte einfach Lust, die Geschichte mitzunehmen und deswegen ist sie jetzt hier. Dann durfte bei mir einziehen Divine Rivals von Rebecca Ross aus dem Lix Verlag. Kostet 24 Euro als Hardcover und es gibt so einen Farbschnitt. Ich weiß nicht, ob es nur in der Erstauflage den Farbschnitt gibt. Im Übrigen, kleine Anekdote, das Buch ist mir direkt kurz nach dem Kauf im Rucksack nass geworden. Also es hat hier hinten sehr gelitten und die letzten Seiten sind ziemlich wellig geworden. Und ich habe hier oben geschafft, auch schon eine Delle reinzumachen. Also ohne, dass ich das Buch gelesen habe, sieht es trotzdem schon sehr angematscht aus. Ist aber nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht so viel über das Buch, muss ich tatsächlich sagen. Sie steht nur hinten drauf. Irgendwie Arbeitsrivalität, magische Schreibmaschinen, göttlicher Krieg, 2 Rivalen, 2 Geschichten, 2 Herzen, 1 Schicksal. Das war da so groß ausgestellt und tatsächlich habe ich mich ein bisschen von dem Cover einnehmen lassen, weil ich das wirklich sehr, sehr schön finde und gesehen habe, dass in einigen Videos das auf Englisch schon gezeigt wurde und da sehr, sehr positiv von berichtet wurde. Ich bin ja niemand, der auf Englisch liest tatsächlich, weil mir das einfach zu anstrengend ist, muss ich sagen. Ich lese halt lieber einfach auf meiner Muttersprache, auf Deutsch, und habe dann zufällig auch irgendwann gesehen, dass das Buch riesengroß im Buchladen ausgestellt war, weil es dann eben auf Deutsch übersetzt wurde. Und ja, ich habe es dann einfach irgendwann mal spontan mitgenommen und bin da tatsächlich auch ganz neugierig drauf. Es scheint ja irgendwie ein Stück weit einen magischen Aspekt zu haben. Für sowas bin ich immer zu haben. Und oha, es gibt einfach ein Inhaltsverzeichnis. Spannend. Ansonsten würde ich tatsächlich einfach sagen, das ist so ein Buch, wo es ein bisschen ich es auf mich zukommen lasse. Dann ist noch bei mir eingezogen A Game of Gods von Scarlett St. Clair, der 3. Teil dieser Spin-Off-Trilogie. Es geht hier um Hades und Persephone und das ist die Geschichte rund um A Touch of Darkness und so weiter. Und ich wusste es einfach nicht, als ich die Reihe mir irgendwie nochmal gekauft habe. Das ist die gleiche Geschichte nochmal aus der Sicht von Hades erzählt. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Es kostet im Lyx Verlag 16 Euro. Und Leute, das ist so dick und schwer. Es hat 600 Seiten. Das finde ich schon sehr, sehr viel, zumal wir die Geschichte ja schon kennen. Ich habe schon in meinem anderen Video erzählt. Ich bin da eigentlich nicht so ein Riesenfan von. Ich verlinke mal mein Neuzugänge-Video April. Da sind nämlich die ersten beiden Bände bei mir eingezogen. Deswegen werde ich hier gar nicht mehr allzu viel darüber berichten. Es ist im Prinzip eine Adaption der Geschichte rund um Hades und Persephone. Hier ist das Ganze nochmal ein bisschen magischer, Fantasy-lastiger, nochmal ein Stück weit anders adaptiert einfach.
Die Ursprungsreihe hat mir ganz gut gefallen. Es hatte so seine Schwächen für mich, gar keine Frage. Trotzdem fand ich die Grundidee eigentlich gar nicht so schlecht und hatte mir dann diese anderen drei Bände, also Band 1, 2 und jetzt hier Band 3, dann nochmal gekauft bzw. vorbestellt, weil ich irgendwie beim Bestellen dachte, das gehört jetzt einfach zu der Reihe noch mit dazu. Und habe erst, als sie jetzt angekommen sind, festgestellt, dass wir im Prinzip hier die gleiche Geschichte haben. Einfach nur eben aus der Sicht von Hades erzählt. Okay, wie gesagt, ich bin gespannt, was mich da erwartet, weil man die Geschichte halt eigentlich schon kennt. Hoffe ich, dass wir hier trotzdem noch das eine oder andere Neue erfahren. Und ich finde tatsächlich die Cover sehr, sehr schön gemacht. Also da haben sie sich wirklich nochmal sehr viel Mühe beigegeben. Die finde ich sehr, sehr schön. Ob mich das inhaltlich auch überzeugen kann, das werden wir dann sehen. Und zu guter Letzt habe ich einen absoluten Spontankauf im Buchladen betätigt, nämlich Raiders of the Lost Hearts von Joe Segura aus dem Heine Verlag. Das bekommt man für 16 Euro. Und ich habe das Buch noch nie gesehen, noch nie was davon gehört, aber ich war angetan von diesem Cover. Es hatte nämlich irgendwie für mich ein bisschen was von dem Spiel Uncharted meets Indiana Joe tatsächlich. Und ich habe es sofort gegriffen, als ich es gesehen habe und habe dann hinten den Klappentext durchgelesen. Und es geht hier um Archäologen. Und Leute, es hatte mich einfach, ich konnte nicht anders. Ich musste es direkt mitnehmen. Es klang so, so gut. Also, jetzt erzähle ich jetzt mal, worum es geht. Und dann könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr nicht auch sofort in euren Bann gezogen worden wäret. Es geht hier nämlich um Dr. Socorro Mejia, genannt Corey. Sie ist Archäologin. Und sie fliegt zu einer Ausgrabung in den mexikanischen Dschungel. Davon hat sie ihr Leben lang geträumt. Es gibt nur einen einzigen Haken. Der Haken heißt Fort Matthews. Er ist ihr Erzrivale und er leitet die Expedition und nicht sie. Und erschwerend hinzu kommt, dass es zwischen den beiden vor Jahren beinahe zu einem Kuss gekommen wäre. Die beiden geraten im Camp dann auch immer wieder aneinander und Corey ist sich sicher, dass sie an der falschen Stelle graben. Und um das zu beweisen, muss sie mit Ford auf eine Erkundungstour gehen. Zu zweit in einem Zelt in der Hitze des Dschungels kann das gut gehen. Also Leute, es hatte mich einfach direkt, was soll ich sagen, ich fand das so eine coole Ausgangslage. Ich liebe Archäologie, ich liebe Ausgrabungen, alles, was damit zu tun hat. Ich finde es total spannend. Ich hoffe, dass sie eine coole Dynamik haben. Ich hoffe, dass es ein Stück weit humorvoll wird und dass wir ganz, ganz viel Dschungel erleben, viele Abenteuer. Ich war einfach hin und weg. Ich kann es nicht anders sagen. Ich musste es einfach direkt mitnehmen. Es führte kein Weg daran vorbei. Und jetzt hoffe ich, dass, wenn ich es lese, es mir auch gut gefallen wird. Ja, ihr Lieben, das waren meine Neuzugänge aus dem Mai. Ich hoffe wirklich, dass jetzt im Juni ein paar weniger Neuzugänge eingezogen sind, wobei ich Stand heute schon sagen kann, es ist der 6. oder 7. Den 7. Juni haben wir heute. Es sind schon zwei Bücher bei mir eingezogen, aber ich will mir wirklich Mühe geben, da jetzt wieder ein Stück weit mich zurückzunehmen, weil die letzten Monate wirklich relativ viel bei mir eingezogen ist, dass ich wieder mehr ins Lesen anstatt ins Kaufen komme. Schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, ob ihr die Bücher kennt, die ich euch gezeigt habe, ob ihr sie vielleicht auch schon gelesen habt, was eure Meinung dazu ist und auch sehr gerne, welche Bücher bei euch im Mai so einziehen durften. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und ein Abo dalasst. Und dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als habt einen wundervollen Tag und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.